Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Mitternachtssession. Und zwar ist es 1.25 Uhr und ja, früh und nicht mittags. Und wir spielen eine Runde, ja, lass dich töten beim Löten. Nein, Dead Space 2 natürlich, wo wir uns wieder in irgendein System hacken sollen. Dieses hier nämlich. Und ich diesmal tatsächlich gemerkt habe, dass wir hacken sollen. Was nicht immer vorkommt. Systemneustart, aha. Und das hat uns jetzt gebracht, dass wir den Fahrstuhl hier betreten können, denke ich mal. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Immunology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini-Towers bringen wird. Na klar, die ist bestimmt auch nur so eine komische alte Troja, die Anhängerin von Immunology ist und uns versucht, da wahrscheinlich in die Hände von Immunology zu treiben. Textlog. Wir finden lauter Textlog. Church of Immunology, Irfgov. Titanstation, Rekrutierungsbericht, Perry Chibo, Anwärtermitglied, Einzahlungsstatus voll bezahlt. Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von Irfgov, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter des Churches auf Venus Wayport, englischer ging es auch nicht im deutschen Satz, und dem Heliopause Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzlich Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesen Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CEC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutierungsziele aus, sodass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Jibo Ende. Aha. Unitology. Also die haben auch Probleme, neue Mitglieder zu finden. Ja gut, bei einer Religion, die zwar nach dem, an das Leben nach dem Tod glaubt, aber die dann als solche Viecher wiederkommen, wie wir sie hier schon gesehen haben, würde ich auch nicht beitreten wollen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, ist klar. Oh, scheiße. Das sieht doch schon mal wieder nicht gut aus. Oh, shit. Ah, es klettert doch schon wieder was durch die Rohre. Ich hab's gewusst. Haha, getroffen. Puh, Schwein gehabt. Hätte ins Auge gehen können. Oder ins Weltall. Je nachdem. So spart man Munition. Oh mein Gott, wo kommen denn die jetzt alle her, bitteschön? Das ist hier nur Kanonenfutter wahrscheinlich. Alter Falter, ey. Oh, ich will da gar nicht rein. Ah, ich habe nicht gesehen, dass das so ein Lüftungsschacht ist. Zurück, zurück. Ich kann nicht zurück. Na gut. Dann muss ich hier wohl durch. Die sind immer so dunkel und muffig. Hier riecht's nach Alien. Ekelhaft. Okay. Ich bin ganz... Hi, was haben Sie denn dir gemacht? Kannst du nicht einfach bei der Arbeit schlafen, wenn dich hier der Chef erwischt? Oder dich? Okay, der scheint tot zu sein. Nochmal kurz auf Nummer sicher gehen. Ja, der scheint tot zu sein. Definitiv tot. Okay.
war schon tot. Wow. Alter, wer bist du denn? Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinesenklingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft dir. Okay, er hat uns gerade was erzählt, was wir schon wussten. Aber naja, gut. Für Leute, die es natürlich nicht mitkriegen, ist es eventuell sehr hilfreich. Das Gute ist ja, dass wir erstmal ein paar Klingen haben, um uns zu verteidigen, falls hier einer kommen sollte. Das Problem ist nur, es kommt gerade keiner. Wow, wow, wow. Okay. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh. Hey. Weltraumschrott. Da geht also meine Kacke hin. Ins All. Und auch die Uhr geht nicht richtig. Da ist es um 12. Das sieht hier alles nicht sehr vertrauenserweckend aus. Deswegen speichern wir das auch einfach. So. Herrlich. Oh, und wieder laut. Na toll. Na gut, ich gehe jetzt erstmal zur Workbench. Vielleicht kann ich ja was upgraden oder so. Trefferschaden, Luft. So, den Schaden von meinem Plasma-Cutter werde ich definitiv erhöhen müssen. Aber dazu muss ich natürlich erstmal weiterkommen. Muss ich hier nach? Muss ich hier 2 Knotenpunkte überspringen? Scheiße. Wenn ich den hier mache, muss ich auch. Da, da, da. Ich könnte natürlich hier, hier, hier. Aber da vergeude ich natürlich Knotenpunkte, anstatt den direkten Weg zu nehmen. Wie sieht's denn hier aus? Nachladen. Kein Knotenpunkt auf der Schale. Kapazität, Kapazität. Hier kann man wenigstens. Kann man wenigstens da Schadenspunkte erstmal herstellen. Naja. Wenigstens da haben wir jetzt mal Energieknotenpunkte wertvoll eingesetzt. Später werden dann die Trefferpunkte wahrscheinlich auch recht sinnvoll eingesetzt werden. Warte, ja, ich warte. Auf was? Habe ich es jetzt abgeschaltet? Autorisiert. Ich habe meine Zugangskarte direkt hier. Sie ist unsichtbar. Scheiße. Will ich das? Eigentlich will ich das nicht. Ich muss doch bestimmt jetzt wieder da runter. Ja, das habe ich mir gedacht. Und dann kommen natürlich da auch die Monster. Und du bist nicht tot, oder? Doch, du bist tot. Nur mal auf Nummer sicher gehen, man weiß ja nie. Du hast deinen Arm verloren. Ja,
tatsächlich sein explodierender Mantel aus. Gehen wir mal weiter. Nicht, dass der Arm doch noch explodiert. So. Mal die Gefahr beseitigt, weil man weiß ja nie, wann so ein Arm doch mal noch losgeht. Oh mein Gott, so viele Einzelteile. Crazy. Ja, da lang. Okay. Du möchtest das auch wirklich, ja. Super. Ich will da gar nicht rein, aber das Spiel will es. Ich kann ja dem Spiel nichts abschlagen. Ja, Schwerelosigkeit. Drücke Alt, starten und landen. Ich habe so die Befürchtung, es kommen wieder Viecher. Ach, jetzt kann man sich hier irgendwie anderweitig bewegen, oder? Ach, ich kann fliegen. Juhu, ich kann fliegen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe in every night and day. Spread my wings and fly away. Umberto, bist du's? Mamma Miracoli. Ach, ich soll da rein, oder wie? Aha, verstehe. Wie soll ich bitte da hinkommen? Ach, hier muss ich das Ding aktivieren, oder was? Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das Teil da zu aktivieren. Was bringt mir das jetzt? Okay, ich kann es nicht deaktivieren. Alles klar. Mir war nur so, als könnte ich es vielleicht deaktivieren. Ortung, drück und halte B. Was kommt denn da an? Ich werde mit Müll beworfen. Drück und halte Shift. Mach ich doch. Aber ich komme nicht vorwärts. Ah, jetzt. Alter, was ist denn das für ein Wind hier? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Ist das laut hier? So eine Scheiße. Ich höre nichts. Mach mal Tür zu. Oh, endlich Ruhe. Laut, meine Güte, fallen einem ja die Ohren ab. Okay. Nee, ist klar, ne? Mach mal dunkel. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Scheiße. Es wird einfach nicht besser. Es wird einfach immer schlimmer. Auf was mehr habe ich mich da bitte eingelassen? Scheiße. Das sind überall Lüftungsschächte. Und Leichen. Leichen und Lüftungsschächte. Oh, es war so klar. In das Ding rein. Oh, hier sieht es auch nicht gerade gut aus. Überbrücken, bitte Energieknoten zum Überbrücken.
Aber das Ding ist doch viel zu groß für das da, oder? Ach nee, das ist ein Energieknoten. Irgendwie. Ja. Ach, da. Sehr gut. Na dann. Das heißt, ich kann jetzt den Aufzug rufen? Boah. Da kommen garantiert nachher noch Viecher aus den Schächten. Das kann ich euch garantieren. Das weiß ich jetzt schon. Das ist... Die Lüftungsschächte sind nicht umsonst da. Ah, wenigstens im Aufzug hat man seine Ruhe. Fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Aufzugmusik, die einem zur Beruhigung gespielt wird. Energieknoten. Ist das da? Nicht. Hier ist auch nichts. Aufgabe erfüllt. Yay! Und hier sieht es auch nicht sehr einladend aus. Oh, scheiße. Ich weiß, dass er lebt. Das habe ich genau gesehen. Wow. Was? Wo? Ach, dort. Scheiße, lauter so kleine Mini-Viecher. Ah, ich habe keinen Flammenwerfer gerade einstecken. Ich verbanne hier meine Munition. Ein Textlog. Okay, ich muss erstmal gucken, ob die Umgebung rein ist. Naja, was? Ich meine, die Luft, also die Umgebung ist, ich glaube, das kann keiner mehr sauber machen, da ist vergebene Liebesmühe. Da muss schon, ja, weiß nicht, der beste Reiniger der Galaxis oder sowas kommen. Textlog! Yay! Ist ja wie ein Textadventure heute hier. Sally Hannon an Marion Hannon. Das da oben ist wahrscheinlich Sally und das andere ist Marion. So. Marion, ich werde dieses Log hier für dich zurücklassen, damit du es findest, wenn du den Rest meiner Sachen holst. Ich hoffe, ich vergesse nichts, denn alles ist so wichtig. Die Wiedergeburt wird sehr bald eintreten, genau wie sie sagten. Das ist eine ganz besondere Zeit, die man nur einmal erlebt. Ja, das Wiedergeburt erlebt man normalerweise eigentlich gar nicht mehr. Weil ist man tot, wird man nur wiedergeboren. Also, ist das mit dem Leben, hat sich dann erledigt. Naja, egal. Wenn überhaupt. Sie sagen, wir bereiten uns schon darauf vor, seit wir überhaupt Menschen waren. Und wir werden diejenigen sein, die dabei sein werden. Ich bin so aufgeregt, meine Haut ist ganz kribbelig. Ich habe Gänsehaut. Okay, ich muss jetzt los. Die Zeremonien fangen an. In einer halben Stunde will ich nicht zu spät kommen. Mach's gut, Schwesterchen. Ich hab dich unendlich lieb. Stoß auch auf uns an. Haha, bis bald. Ja. Du Wahnsinnige. Ich werde hier auf niemanden anstoßen. Vor allem nicht auf diese verrückten Unitology-Wix-Griffel-Viecher-Typen. Die sich hier umbringen lassen. Hier. Ich muss mal Geld in den Flammenwerfer investieren. Weg damit. Weg damit. Okay, hier geht's nicht rein. Es geht nur hier rein und da kam diese Ekelviecher her. Und da ist anscheinend jemand wiedergeboren worden. Und es war nicht Jesus. Also, wenn das... Ich sag mal so, wenn Wiedergeburt so aussieht und Jesus so wiedergeboren worden wäre, dann hätte da sich, glaube ich, jeder es anders überlegt, jemals wiedergeboren zu werden. Es sei denn, man möchte als hässliches, ekliges Monster mit vier Armen und aufgeschlitztem Bauch und
überhaupt wiedergeboren werden. Ach, die haben alle solche Säcke wieder über dem Kopf. Das sind wieder hier die Sackheins. Oh, guck mal, ein Marker. Oh, Pferdchen. Wo muss ich denn lang? Da lang, durch die Zimmer durch. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Aber er behauptet sich gut gegen die Mächte des Markers. Habe ich jetzt hier was gehört? Er ist etwas benommen, habe ich das Gefühl. Und wir hören schon wieder Stimmen. Und bei Dead Space 1 fing es ja auch so, sag ich mal, an, dass wir dann plötzlich Sachen hörten, die nicht da waren. Da lang, ja. Scheiße. Was passiert eigentlich, wenn ich hier lang gehe? Oh, das sieht alles nicht gerade einladend aus. Vor allen Dingen, wenn man doch bedenkt, dass das hier der, sag ich mal, Massenselbstmord war. Wow. Aber es liegt auf jeden Fall nichts mehr, was wir einsammeln müssen. Hm, was haben wir denn hier? Das schwarze Brett. Home, open. Party, Titan Heights. Ja, der Titan ist ja ein Mond. Ich weiß noch nicht mehr, ob das ein Mond um Saturn oder um Jupiter oder so war. Da ist sind meine Weltraumkenntnisse gerade an ihre Grenzen gestoßen. Oh. Okay, ich beeile mich. Komme! Riesiges Kriegsschiff. Boah, der Marker, den haben sie hier mitten in der Pampa aufgebaut. Ich kann ihn ranziehen, ist ja lustig. Geh zu deinem Lieblingsmarker! Shop a man. Ich habe mir einen Mann geholt. Reden wir nicht drüber. Ah! Günther, du bist. Der Günther. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Ah, da rein, ja. Ja, bei dem Ort kann man auch nur Stimmen hören. Also da würde ich auch wahnsinnig werden hier. Ja, nichts drin. Okay. Irgendwas ist auf dem Fahrstuhl, glaube ich. Ich möchte das nicht. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. So lasse er mich in Ruhe. Und schließe es. Und ich mache meine Äuglein zu und ignoriere das ganze Leid, was um mich stattfindet. Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ich muss speichern. Aber das wollte ich euch eigentlich nicht verkünden. Das eigentliche Problem, was ich habe, ist, die Folge ist zu Ende. Theoretisch in einer Minute. Und ja, eigentlich müsste ich mich verabschieden. Und theoretisch könnten wir auch weitergehen, aber ich glaube, 2 Stunden Dead Space heute sind genug. Es ist auch schon 1.50 Uhr jetzt. Auch für Aliens ist mal Zeit, ins Bett zu gehen. Und auch für die, die von dem Marker besessen wurden, ist es mal Zeit. Und irgendwann muss ja Isaac auch mal all die Stimmen in seinem Kopf beantworten und ja, da ein paar E-Mails verfassen. Alte Bekannte treffen und so, ihr wisst schon. Und ich glaube, das ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit für Isaac Clarke ins Bett zu gehen. Und wir sehen uns dann bei einer neuen Folge. Noch gruseliger natürlich das nächste Mal.
bei Dead Space. Also, bis dann, meine Freunde. Tschüss.